Hallo, hier ist wieder euer Abdullah Gedik. 5 Gesundheitstipps für das Büro. Rückenschmerzen, Kopfweh. Jucken der Augen, Fehlen machen, lange sitzen und Computerarbeit beschweren. Lesen Sie, was dagegen sicher hilft. Erstens, stehen Sie auf. Unsere Eltern und Großeltern haben körperlich noch viel gearbeitet, erklärt Detlef Detjen, Pressesprecher der Aktion Gesunder Rücken. Heute sitzen jedoch die meisten im Büro und damit nehmen die Rückenprobleme zu. Detjens Tipp. Bauen Sie Bewegung in Ihr Leben ein, so wie Sie nur können. Gehen Sie lieber zu Ihrem Kollegen ins Nachbarbüro, anstatt eine E-Mail zu schreiben oder anzurufen, oder stellen Sie den Drucker in einen anderen Raum. Dann muss man aufstehen und sich bewegen, um das ausgedruckte Papier zu holen. Zweitens, lassen Sie Luft rein. Muffige, verbrauchte Raumluft enthält viel Kohlendioxid, das macht müde und verursacht Kopfweh. Ausreichend Sauerstoff ist entscheidend für einen klaren Kopf. Deshalb auch im Winter das Büro kräftig lüften. Am besten jede Stunde empfiehlt Sabine Winterstein, Expertin für betriebliche Gesundheitsförderung bei der Deutschen Angestelltenkrankenkasse. Grundsätzlich ist eine Raumtemperatur zwischen 20 und 32 Grad Celsius optimal. Bei sommerlichen Außentemperaturen kann sie auch mal höher liegen. Drittens, gelassen bleiben. Im Großraumbüro rattert der Kopierer. 3 Telefone klingeln gleichzeitig und der Chef wartet ungeduldig auf das Besprechungsprotokoll. Wer ständig unter Strom steht, muss unbedingt für Ausgleich sorgen, rät der Hamburger Psychologe Frank Meiners. Bewegung an der frischen Luft löst Verspannungen. Bleibt keine Zeit für Spaziergänge, helfen kleine Übungen für zwischendurch im Büro. Auch gegen emotionalen Stress lässt sich etwas tun, meint er. Wenn Unstimmigkeiten mit Kollegen oder Vorgesetzten, Kopfzerbrechen bereiten, hilft manchmal schon ein offenes Gespräch. Im Ernstfall kann ein extremer Vermittler das gute Betriebsklima wiederherstellen. Viertens, den Blick in die Ferne schweifen lassen. Gerötete und gereizte Augen, dies liegt oft an der Arbeit mit dem Computer. Mit jedem Lidschlag wird Tränenflüssigkeit auf der Oberfläche der Augen verteilt, erklärt Dr. Med Georg Eckert. Pressesprecher des Berufsverbandes der Augenärzte wird jedoch monoton in die gleiche Richtung schauen, vergessen wir mitunter das
blinzeln will. Dann reicht auch ein normaler Tränenfilm manchmal nicht aus. Eckart empfiehlt, zwischendurch bewusst zu bleiben, vor dem Bildschirm den Blick öfter und umherschweifen lassen. Zudem gibt es Augentropfen aus der Apotheke, die wie künstliche Tränenflüssigkeit wirken. Und das Auge feucht halten, Zeit für das Essen nehmen. Fünftens. Zeit für das Essen nehmen. Ausgewogene Ernährung kommt in vielen deutschen Büros meist zu kurz. Zwischen Ordner, Telefon, Arbeitsmitteln oder gar in Autos zu unterwegs lässt sich keine Ruhe und Erholung. Essen Sie nicht nebenbei. In einer kleinen Pause können Sie Ihr Essen besser genießen. Rät die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Sie fühlen sich nicht nur satt, sondern auch wohl. Verteilen Sie kleinere Mahlzeiten aus Obst, fettarmen Milchprodukten oder dünnen Weizenbrot über den Tag. Das enthält die Konzentrationsfähigkeit für das Verdauungsorgane und Kreislauf weniger und vermeidet Heizungen. Danke fürs Zuschauen. Liebe Grüße, euer Abdullah Gedeck.